Wir wollen mehr Demokratie wagen. Du must remember this. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 25. August 1996. Heute vor 25 Jahren starb der Fußballer Reinhard Stan Libuda. Steffen Hudemann. Libuda, Libuda, immer wieder Libuda. Drei Silben aus 30.000 Kehlen in der Schalker Glückaufkampfbahn. Wenn Reinhard Libuda am Ball ist, versetzt er die Massen in einen Rausch. Libuda! Manche sagen, technisch sei er der beste Fußballer gewesen, den Deutschland je gesehen habe. Seinetwegen kommen die Leute ins Stadion. 12 Minuten vor Spielende. 1:0 für Schalke 04 durch Mannschaftskapitän Reinhard Libuda. Reinhard Libuda, der Dribbelkünstler, verkörpert in den 60er und 70er Jahren die Schönheit des Fußballs. Wobei ihn eigentlich niemand Reinhard genannt hat. Er ist Stan, wie Sir Stan Matthews, der legendäre britische Fußballer, an den sein Spiel so sehr erinnert. Auf einem Plakat, so erzählt man sich, wird damals im Ruhrgebiet für eine religiöse Veranstaltung geworben. An Gott kommt keiner vorbei, habe darauf gestanden. Ein Fan soll hinzugeschrieben haben, außer Stan Libuda. Libuda aber ist kein Gott, er ist ein verletzlicher Mensch, das weiß damals auch sein Trainer Rudi Guttendorf. Er ist ein scheuer Typ gewesen, schwieriger Charakter, aber ein feiner Kerl, sehr sensibel. Libuda ist ein Nachkriegskind des Ruhrgebiets, aus der Bergarbeitersiedlung Gelsenkirchen-Haferkamp. Das Kicken lernt er dort auf der Straße. Mit 11 schließt er sich dem FC Schalke an, im Alter von 18 debütiert er in der ersten Mannschaft. Schon ein Jahr später macht er sein erstes Länderspiel. Seinen Mitspielern wie Rudi Assauer bleibt er ein Rätsel. Auch wenn man jahrelang mit ihm zusammen war und auf eine Bude gepennt hat. Den Menschen Stan Libuda hat keiner gekannt, richtig. Kein Mensch, glaube ich, bis zum heutigen Tage nicht. Zu Hause auf Schalke hat er immer besser gespielt als auswärts. Reisen mag er nicht. Weil Schalke 1965 Tabellenletzter wird, wechselt er nach Dortmund. Dabei ist ihm das eigentlich schon zu weit weg. Ausgerechnet mit dem BVB feiert er, der Schalker, seinen größten Erfolg. Europapokalsieger 1966. Wieder Möglichkeit. Jetzt hat der Libuda die Chance. Der Ball. Wichtiger aber ist, dass er zurück zu Schalke kann. Libuda wird Stammspieler in der Nationalmannschaft und schießt Deutschland zur WM nach Mexiko. 1970 ist Stan Libuda auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Auf dem rechten Flügel setzt sich jetzt Stan Libuda durch, ist im Strafraum, flankt da rein und Tor! Wieder war es Libuda! Dann begeht Libuda den Fehler seines Lebens. Er nimmt Geld an, beteiligt sich an den Spielmanipulationen des Bundesliga-Skandals. Die Bestechungsaffäre erschüttert Fußball-Deutschland und wirft Libuda aus der Bahn. Mit 31 beendet er seine Karriere. Da habe ich schwer darunter gelitten. Vielleicht hätte ich auch noch ein paar Länderspiele mehr gemacht und noch länger noch gespielt. Also war eine miese Zeit. Mit dem Ball ist er eins gewesen, alles andere läuft unrund. Stan Libuda übernimmt einen Tabakladen in Gelsenkirchen, muss diesen aber wieder abgeben. Die Ehe geht zu Bruch, er erkrankt an Kehlkopfkrebs, hat Probleme mit dem Alkohol. Stan Libuda, der Mann, dessen Namen Zehntausende gerufen haben, lebt am Ende zurückgezogen von Arbeitslosenhilfe. Ich brauche keine Million. Ich bin doch zufrieden. Wie soll mich doch zufrieden lassen? Verstehen Sie? Engen Kontakt behält er zu seinem Sohn. Mit ihm zusammen schaut er am 25. August 1996 einen Boxkampf im Fernsehen. Auf dem Sofa erleidet Reinhard Libuda einen Schlaganfall und stirbt. Mit gerade mal 52. Das war heute. Vor 25 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.